Der heutige Handelstag ist mäßig spannend, um ehrlich zu sein. Deswegen will ich heute mal mit Ihnen in die Zukunft blicken, sofern das möglich ist, und gucken, ob der Konsens, die Main Street Meinung, dass wir vor einem guten Jahrzehnt wieder für die Aktienmärkte stehen, weil wir aus einem sehr erfolgreichen Jahrzehnt für die Aktienmärkte kommen. Wir hatten ja die Finanzkrise 2008, 2009. Daraufhin haben die Notenbanken reagiert und Geld gedruckt und Geld gedruckt. Und dieses Geld ist indirekt oder direkt in die Aktienmärkte geflossen. Die Kurse sind gestiegen, die Wirtschaft ist weniger grandios gelaufen. Aber die Konsensmeinung sagt jetzt, pass auf, das wird so weitergehen. Wir werden tolle 2020er Jahre haben. Roaring 2020, so hieß es in vielen Überschriften. Die Frage ist, wird das wirklich so kommen? Und da habe ich meine großen Zweifel. Und diese Zweifel, die sind daran festgemacht, dass ich nicht glaube, dass das Wirtschaftswachstum wirklich so toll sein wird. Und das hat vor allem zwei Gründe. Erstens die Demografie. Wir haben tendenziell immer weniger produzierende Menschen und immer mehr Menschen, die dann nicht mehr arbeiten können und gepflegt werden müssen. Erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, dass die politische Situation darauf hindeutet, jetzt auch durch den Sieg der US-Demokraten, dass wir eher Umverteilung haben, dass wir eher Ausgleichsmechanismen haben, die den Unternehmen nicht zwingend zugutekommen, sondern eher hinderlich sind. All das will ich in diesem Video Ihnen mal zeigen. Schauen wir uns zunächst mal an, was mit dem Commodity-Index, den Rohstoffpreisen, ist. Ich will darauf hinaus, dass wir wahrscheinlich vor einem stärkeren Anstieg der Rohstoffpreise stehen. Das ist ein entscheidender Faktor für Inflation, denn die Dinge des täglichen Bedarfs, vor allem Nahrung, sind zuletzt deutlich gestiegen in den Preisen, und die werden in den Inflationsberechnungen nach meiner Auffassung und nicht nur nach meiner Auffassung viel zu wenig berücksichtigt. Da sind Dinge wie zum Beispiel Computertechnik spielen da eine große Rolle, aber wie oft kaufe ich mir Computer? Und wie oft gehe ich einkaufen, um die Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen? Jedenfalls sehen wir, dass seit dem Abverkauf dann bei den Commodities im Gefolge der Corona-Krise wir jetzt da sind, wo wir vor der Corona-Krise gewesen sind. Wir haben also all das wieder aufgeholt. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit den Rohstoffpreisen? Und vieles spricht dafür, dass die Rohstoffpreise weiter steigen, aber die Wirtschaft eben nicht mitläuft. Und dann kommen wir in eine Situation, die wir schon mal in den 1970er Jahren hatten. Erinnern sich vielleicht die Älteren unter Ihnen zumindest. Damals war es so, dass wir 1972 zum Beispiel schon eine Inflation in Europa hatten von 6%. Klingt sehr viel für heute, ist damals aber, naja, eher üblich gewesen. Dann kam 1973 das Ölembargo durch die OPEC aufgrund der politischen Spannungen um Israel. Die Ölproduzenten haben praktisch den Ölverkauf gedeckelt für den Westen. Daraufhin sind die Ölpreise nach oben geschossen. Als die Ölpreise nach oben schossen, haben die Firmen, deren Produktion viel teurer geworden ist, die Produktion gesenkt, weil eben diese teurer geworden ist. Gleichwohl blieb die Nachfrage der Gesellschaft nach diesen Produkten gleichbleibend, sodass diese Produkte deutlich teurer geworden sind. Wir hatten dann 1974 bereits eine Inflation von 13%, also innerhalb von 2 Jahren von 6 auf 13%. Das war sozusagen eine Zeit der Stagflation, Inflation bei stagnierender oder sogar rückläufiger Wirtschaft. Derzeit sagen aber alle, nein, die Wirtschaft wird wachsen und alles wird super schick. Deswegen werden auch die 2020er Jahre die Jahre der Aktienmärkte, und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Schauen wir uns zunächst mal an, was mit den Preisen des täglichen Bedarfs, nämlich Essen, der Fall ist. Da sind wir jetzt auf einem 6-Jahres-Hoch, auch ausgelöst durch die Pandemie. Da sind manche Lieferketten doch ein bisschen gestört worden. Und wenn wir uns jetzt mal die Wachstumserwartungen anschauen, etwa für die USA, sehen wir, ja, wir sind im Jahr 2020 rückläufig gewesen, aber dann erwartet man konstant hohe Wachstumszahlen, weil man sich sagt, okay, da sind Nachholeffekte dabei, da werden Dinge dann passieren, die lange nicht passiert sind. Wird dieses Wachstum eintreten? Schauen wir mal. Ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, was vielleicht einer der zentralen Punkte ist. Aufgrund der Demografie werden sich die Wirtschaftsbereiche verändern. Der Gesundheits- und Sozialbereich wird immer größer werden. Heute hat die Bundesrepublik Deutschland selbst höchst offiziell bekannt gegeben, dass im Jahr 2040 der Gesundheitssektor und der Sozialsektor der größte Wirtschaftsbereich sein wird im Jahr 2040. 7 Millionen Menschen werden da dann arbeiten. Das heißt, wir haben die Situation, dass dieser Sektor, der
nötig ist und wichtig ist, der aber im eigentlichen Sinne nicht wirtschaftsproduktiv ist, indem er Dinge herstellt, die dann verkauft werden aufgrund der Nachfrage, dass dieser Sektor wächst. Und wenn dieser Sektor wächst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass andere Sektoren dagegen schrumpfen, weil irgendwo die geringer werdende Zahl der Arbeitskräfte ja hin muss. Dementsprechend sehen wir eben auch in den USA wahrscheinlich die Situation jetzt mit dem Sieg der Demokraten, dass der staatliche Sektor, der soziale Sektor, der Gesundheitssektor wird sehr stark ausgebaut werden. Das wird auf Kosten zukünftigen Wachstums gehen. Das scheint mir eine ziemlich klare Folge der Dinge zu sein. Und all das wird bedeuten, wenn das Wachstum noch geringer wird, als es ohnehin schon ist, dann sehen wir hier, dass das ökonomische Defizit, Economic Deficit, wie die Amerikaner das bezeichnen, immer größer wird. Wir wissen ja, dass im Grunde seit 1980 um und bei die Schulden deutlich schneller wachsen als eben die Wirtschaft. Dementsprechend wird dieses ökonomische Defizit immer größer. Wenn wir uns mal anschauen, wann das der Fall war, genau 1980 hatten wir nochmal den Hochpunkt. Dann sehen wir, dass zwar das BIP, also die Wirtschaftsleistung, nominal gewachsen ist, aber die Verschuldung deutlich krasser gewachsen ist. In den USA sind es über 80 Billionen, wenn man jetzt die Gesamtverschuldung von Haushalten, von Firmenverschuldung, von Staatsverschuldung mit einrechnet. Und wir sehen hier, dass dieser Trend eigentlich klar nach unten geht. Wir sehen hier das BIP und wir sehen die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen. Wir sehen, dass wir trotz dieser massiven Verschuldung nicht wirklich stärker gewachsen sind. Man braucht inzwischen 7 Dollar Schulden, um 1 Dollar Wachstum zu erzeugen. Tendenz weiter steigend. Wir werden bald 8 Dollar brauchen, bald 9 Dollar, um 1 Dollar Wachstum zu erzeugen. Das heißt, der Wirkungsgrad wird immer geringer. Das ist ein Trend, der völlig klar ist, der unumkehrt ist. Und warum dann hier dieses tolle Wachstum auch in der Wirtschaft sein soll, habe ich noch nicht so ganz begriffen. Schauen wir mal nach Japan. Hier sehen wir blau die Bilanz der Bank of Japan, also die Bilanz der japanischen Notenbank. Und hier diese orangene Linie, wenn ich in meiner Farbenblindheit das richtig erkenne, das ist das japanische BIP. Haben wir durch die Ausweitung der Notenbankbilanz in Japan großartiges Wachstum gesehen? Nein, haben wir nicht gesehen. Das heißt, allein die Inflationierung der Bilanzsumme, wie sie die Bank of Japan gemacht hat, hat nicht verhindert, dass in einer schrumpfenden, in einer demografisch absteigenden Gesellschaft wirklich das Wachstum in irgendeiner Form anziehen würde. Das heißt, Notenbankexpansion, Bilanzexpansion der Notenbanken erzeugt kein Wachstum. Japan zeigt das besonders deutlich. Und schauen wir uns erstmal an, wie die Dinge in den USA gelagert sind. Was Sie hier ganz oben sehen, dieser Chart, der parabolisch nach oben geht, das ist der Nasdaq. Dann sehen wir rosa, auch deutlich ansteigend, die Bilanz der Fed. Wir sehen dann den S&P 500, weiß, weiter unten, deutlich weiter unten, das sind die Löhne der Amerikaner. Und ganz unten sind die Rohstoffe. Die zacken jetzt so ein bisschen nach oben, sind aber weit, weit entfernt von der Entwicklung der Assets wie etwa Immobilien oder vor allem der Aktienmärkte. Dass da eine gewisse Schließung der Lücke ist, halte ich für sehr wahrscheinlich. Und das sehen wir hier dann nochmal, wenn wir den S&P 500 vergleichen mit dem Bloomberg Commodity Index, dann sehen wir, dass dieser Bloomberg Commodity Index seit 2011 mehr oder weniger unverändert ist, in den letzten Jahren stagnierte oder sogar rückläufig war, während der S&P 500 um 500%, über 500% gestiegen ist. Wird diese Lücke kleiner? Ziemlich garantiert wird diese Lücke kleiner. Dementsprechend dürfte es vielleicht auch für die Aktienmärkte ein bisschen schwieriger werden. Dazu gleich mehr. Wir sehen jetzt schon Extremerscheinungen, zum Beispiel in Asien durch die Corona-Krise, etwa Natural Gas, Erdgas. Das brauchen die Leute, um zum Beispiel zu heizen oder zu kochen. Da sehen wir, dass die sehr kalten Temperaturen in Asien dazu geführt haben, dass die Natural Gas Prices um den Faktor 15 gestiegen sind in sehr, sehr kurzer Zeit. The lack of available ships. Es gibt einfach zu wenige Schiffe jetzt, um die Dinge zu transportieren. Und damit konnte man im Prinzip oder war man nicht in der Lage, dieses Natural Gas aus Europa oder den USA zu importieren. Aber selbst das wäre dann mit höheren Kosten verbunden. Also wir sehen, wie schnell eine solche Situation aus dem Ruder laufen kann. Und aus dem Ruder gelaufen ist es eben auch in den 1970er Jahren. Ich sprach davon, diese Stagflation. Hier sehen wir diesen massiven Preisanstieg in europäischen Ländern, in Japan, in den USA. Das passierte alles relativ zur gleichen Zeit, eben weil der Ölpreis deutlich gestiegen
gestiegen war, damit die Produktionskosten sich verteuert hatten, damit die Firmen versuchten, diese Kosten zu reduzieren. Wo reduziert man Kosten? Man versucht dann vor allem den teuersten Produktionsfaktor abzubauen, das ist der Mensch. Und so sehen wir, wie diese Dinge damals nach oben geschossen sind. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, wie schnell die Inflationserwartungen nach oben schießen, das ist schon ein sehr, sehr steiler Prozess, den wir hier sehen, die sogenannten 5-Year Forward Swaps. Also wie wird die Inflation in 5 Jahren für die dann kommenden 5 Jahre sein, also praktisch ab 2025 bis zum Jahr 2030. Da sehen wir, das geht sehr, sehr schnell und wir sehen auch eine sehr, sehr schnelle Entwicklung bei den US-Staatsanleihen. Da preist man also diese inflationären Tendenzen, die nicht gleichbedeutend mit Wachstum sind, das muss nochmal klar gesagt werden, preist man ein. Wir sehen das praktisch seit dem Jahr 2021 bis auf den ersten Handelstag. Jeden Tag jetzt die Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe gestiegen ist auf jetzt 1,182% und damit versteigert sich die Zinskurve weiter, weil man sich sagt, okay, Inflation wird jetzt noch nicht ganz kurzfristig unser Thema sein, deswegen sind kürzer laufende Anleihen weniger betroffen von diesem Anstieg, aber länger laufende Anleihen, dadurch versteigert sich die Zinskurve, schick für Banken, aber es zeigt eben, dass damit auch für die Aktienmärkte langsam ein Problem entsteht, denn damit entsteht Konkurrenz, aha, es gibt wieder so langsam Renditen zu erzielen. Und hier zum Beispiel nochmal eine Grafik von Morgan Stanley. Die sagen, wenn wir also den jüngsten Anstieg der Inflationserwartungen mal berücksichtigen, dann ist die sogenannte Equity Risk Premium deutlich weniger attraktiv geworden. Das ist fast jetzt so ungünstig wie noch nie seit der Finanzkrise. Was ist dieses sogenannte Equity Risk Premium? Das habe ich hier Ihnen mal dargestellt. Das ist praktisch das, was man an Return erwarten kann, an Profit erwarten kann, wenn man bereit ist, eben in die risikoreicheren Aktienmärkte zu investieren im Vergleich zu sicheren Anlagen. Nun könnte man sagen, vielleicht sind Staatsanleihen on the long run auch nicht sicher, aber normalerweise eben schon. Und dieses Equity Risk Premium ist lautet dieser Charts derzeit so ungünstig wie schon seit langem nicht mehr. Warum? Weil natürlich auch, wenn die Inflation ansteigt, die Unternehmen letztendlich die Preise erhöhen müssen, vielleicht aber nicht können aufgrund der Konkurrenzsituation. Damit wird die Marge geringer und insgesamt sind die Bewertungen ja schon so extrem hoch angesichts der Erwartung, dass die Wirtschaft jetzt wieder ganz toll wachsen wird. Was aber passiert, wenn die Wirtschaft weniger wächst, weil eben zum Beispiel die Steuern angehoben werden, was von der Biden-Administration geplant sein dürfte. Heute eine Umfrage bei Small Businesses, die sagen, das ist unsere größte Sorge, dass die Steuern stark steigen. Insgesamt aber gibt es eben die Tendenz, jetzt ausgelöst und nochmal beschleunigt durch Corona, dass der staatliche Sektor immer stärker wächst. Und wenn der staatliche Sektor wächst, dann wird die Gesamtwirtschaft nicht wachsen, sondern tendenziell schrumpfen. Dann wird einfach umverteilt und weniger produziert. Das war mal ein kleiner Ausblick auf das, was in den 2020er Jahren passieren könnte, makroökonomisch und dann auch, was die Märkte betrifft. Das ist jetzt nicht fürs Tagesgeschehen, sondern eben für eine längerfristige Perspektive. Ich hoffe, Sie konnten mir folgen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Na? Also schönen Feierabend, sage ich Servus und Ciao.